Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Tuchel, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Steinbach, sehr verehrte Schauspieler und Musiker der szenischen Lesung, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße auch die Zuschauer, die uns heute auf dem Livestream verfolgen. Ich darf Sie herzlich begrüßen in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Und besonders begrüßen möchte ich heute unsere Gäste von der Georg-Elser-Gedenkstätte Königsbronn. Am 8. November, also am vergangenen Freitag, jährte sich das Attentat auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller zum 80. Mal. Der 36-jährige Tischler Johann Georg Elser aus Königsbronn bei Heidenheim hatte es allein geplant, allein durchgeführt und er musste für diese mutige Tat mit seinem Leben bezahlen. Ganze 13 Minuten entkam der Diktator der Detonation von Elsers selbstgebauter Bombe. Und dieser Versuch, den fatalen Lauf der Geschichte durch Tyrannenmord zu ändern, ist nahezu beispiellos in 12 Jahren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Ich sage nahezu, denn knapp 5 Jahre später, am 20. Juli 1944, versuchte ein anderer mutiger Mann aus dem Südwesten, Hitler mit einer Bombe zu töten. Wir sind heute zu Recht stolz auf so unterschiedliche Menschen wie Elsa und Stauffenberg, die Widerstand gegen die braune Diktatur geleistet haben. Wahr ist aber auch, dass die mutigen Offiziere des 20. Juli erst sehr spät und der schwäbische Tüftler Else noch sehr viel später die Anerkennung erfuhren, die ihnen gebührt. Egal ob in der bundesdeutschen Politik, erst recht in der Geschichtspolitik der DDR, in der Öffentlichkeit, in der Fachwissenschaft und nicht zuletzt auch in ihrer baden-württembergischen Heimat. Es hat sehr lange gedauert, bis Deutschland bereit war, seine wirklichen Helden zu ehren. Das soll hier nicht verschwiegen werden. Meine Damen und Herren, der Umgang mit dem Thema Widerstand und insbesondere Menschen aus dem Südwesten, die im Dritten Reich Widerstand gegen die Diktatur leisteten, hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender unseres Hauses. Ich möchte nur verweisen auf Begegnungen in den letzten Jahren zum Andenken an mutige Persönlichkeiten wie Ludwig Marum, Sophie und Hans Scholl, an die Anbringung der Eugen-Bolz-Platte oben im zweiten Obergeschoss unseres Hauses oder an die Präsentation des damals ganz neuen Georg-Elser-Films im Jahr 2015, um hier nur einige zu nennen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, bei ihrem langjährigen Leiter Prof. Dr. Steinbach und bei ihrem heutigen Leiter Prof. Dr. Tuchel bedanken für die vielfältigen Kooperationen über einen sehr langen Zeitraum. Bitte nehmen Sie diesen Dank unbedingt mit für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute haben wir Künstler zu Gast, Gäste von der Ostalb, die alle der Georg-Elser-Gedenkstätte Königsbronn eng verbunden sind. Wir erleben eine Collage aus Texten des Verhörprotokolls, das die Gestapo nach Elsers Verhaftung im November 1939 erstellte. In dieser szenischen Lesung sehen und hören wir Klaus-Peter Preusker als Georg Elser, Engelbert Frey als vernehmenden Beamten und Joachim Ziller als Sprecher. Dazu wird das Ensemble Freiwolf die szenische Lesung mit Liedern aus dem Widerstand begleiten, darunter einige, die aus eigener Feder stammen. Freiwolf, das sind Hartmut Schmidt-Wolf an der Gitarre, Martin Sandl am Saxophon und an der Querflöte und erneut Engelbert Frey, der den Gesang beisteuert. Bühne frei also für die Kunst und Bühne frei für einen besonderen Abend der Erinnerung an Georg Elser. Was machst du?
Georg Elser war jetzt überzeugt, dass Hitler immer weitere Gebietsansprüche stellen und einen Krieg beginnen werde. Er beschloss daher die nationalsozialistische Führung und er meinte, Hitler, Goebbels und Göring selbst zu beseitigen. Ein Jahr lang bereitete er sein Attentat vor. Georg Elser wollte am Attentatsabend in die Schweiz flüchten und war nach Konstanz gefahren. Wenige Meter vor dem Grenzzaun wurde er um 20.45 Uhr von Zollbeamten verhaftet. Als gegen 23 Uhr in Konstanz das Telegramm mit der Nachricht über das Attentat im Bürgerbräukeller und der Befehl eintraf, die Grenzen zu schließen, war Georg Elser verdächtig und wurde nach München zum Verhör gebracht. Dort gestand er in der Nacht vom 13. auf 14. November die Tat. Weil aber Hitler die Alleintäterschaft nicht anerkannte, wurde Georg Elser nach Berlin gebracht und im Reichssicherheitshauptamt vom 19. bis 23. November erneut unter Folter verhört. Das Protokoll dieses Verhörs ist als Abschrift erhalten. Sie hören jetzt Auszüge aus diesem Protokoll. Was machst du? George, was machst du? Berlin, den 19.11.1939, vorgeführt erscheint Elser Johann Georg. Geboren 4.1.1903, Hermaringen-Württemberg, Oberamt Heidenheim. Ledig, Schreiner, Reichsdeutsch. Zuletzt wohnhaft München, Türkenstraße 94-2 bei Lehmann. Sohn der Holzhändlers-Eheleute Ludwig und Maria Elser, geborene Müller. In Königsbronn bei Heidenheim wohnhaft, gibt Folgendes an. Ich wurde am 4. Januar 1903 in Hermaringen als der außereheliche Sohn der Maria Müller geboren, die seinerzeit bei ihren Eltern, die dort eine Magnerei und einen landwirtschaftlichen Betrieb innehatten, wohnhaft war. Ein Jahr später hat meine Mutter den Kindsvater Ludwig Elser geheiratet. Durch diese Eheschließung wurde ich legitimiert. Mein Vater Ludwig Elser war in Königsbronn wohnhaft. Er hatte dort ein eigenes Anwesen und hat sich ferner durch Holzfahren und landwirtschaftliche Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient. Nach der Eheschließung hat meine Mutter bei ihrem Ehemann in Königsbronn gewohnt. Ich selbst bin mit meiner Mutter ebenfalls dahin übersiedelt. In Königsbronn war ich ununterbrochen vom 15. März 1925 wohnhaft. Sie waren das älteste von fünf Kindern. Wie sind Sie mit Ihrem Vater ausgekommen? Mein Vater kam oft sehr spät nach Hause. Soviel ich weiß, war er oft im Wirtshaus. Meine Mutter hat uns Kindern erzählt, dass sie vom Vater oft geschlagen werde. Gesehen habe ich das allerdings nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, und ich glaube es auch nicht, dass er uns nachts im Rausch einmal geschlagen hätte. Von meinem Vater habe ich überhaupt nur Schläge bekommen, wenn ich etwas angestellt hatte. Mein Vater hat sich in der Landwirtschaft wenig betätigt.
Er hat zuerst Holz geführt und dann später einen eigenen Holzhandel angefangen. Die Hauptlast der Landwirtschaft lag auf meiner Mutter. Ich und meine Geschwister mussten sehr früh in den Stall, auf dem Feld und im Hause helfen. Ich als der Älteste war auch immer die Kindsmagd für meine jüngeren Geschwister. Während des Krieges war es zu Hause etwas knapp. Trotz unserer Landwirtschaft mussten wir am Ende eines Jahres meistens ziemlich hungern, weil wir alles abgeben mussten und nur einen bestimmten Teil, das ein Jahr lang zum Leben für die Familie ausreichen musste, behalten durften. Mit 7 Jahren kam ich in Königsbronn in die Schule. Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Das heißt, im Zeichnen, Schönschreiben und Rechnen hatte ich immer gute Noten. Den kleinen Finger meiner rechten Hand habe ich nahezu vollständig als kleiner Junge mit 7 Jahren dadurch verloren, dass ich am Schleifstein meines Vaters diesen Finger zwischen die Zahnräder der Übersetzung brachte. Im Frühjahr 1917 kam ich aus der Volksschule. Bis zum Herbst 1917 habe ich dann meinem Vater beim Holzfahren und meiner Mutter bei der Landwirtschaft geholfen. Während meiner Tätigkeit im väterlichen Gewerbe und in der häuslichen Landwirtschaft fasste ich den Entschluss, Eisendreher zu werden. Im Hüttenwerk Königsbronn hatte ich im Herbst 1917 Gelegenheit, als Eisendreher-Lehrling eingestellt zu werden. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Zahltag, also alles, was ich an Geld erhielt, zu Hause abliefern musste. Ich durfte nichts behalten und erhielt auch sonntags kein Taschengeld von meinem Vater. Lediglich, wenn ich mir etwas anschaffen durfte, habe ich den gesamten Betrag des Preises jeweils erhalten. Nachdem ich mich gesundheitshalber nicht in der Lage fühlte, den Beruf eines Eisendrehers auszuüben, fasste ich den Entschluss, das Schreinerhandwerk zu erlernen. Meine Eltern waren damit einverstanden, dass ich bei Robert Zapper am 15. März 1919 als Schreinerlehrling eintrat. Im Frühjahr 1922 legte ich bei der Gewerbeschule in Heidenheim als Bester die Gesellenprüfung ab. Danach arbeitete Georg Elzer als Schreiner zunächst in Königsbronn, dann in Aalen. Als die Geldentwertung infolge des Ersten Weltkriegs und der Reparationszahlungen Ende 1923 unermesslich wurde, so kostete am 26. November in Berlin ein Ei 320 Milliarden Reichsmark, arbeitete Elzer zu Hause gegen Unterkunft und Verpflegung. Ich hatte dann das Verlangen, in die Fremde zu gehen, um mich in meinem Berufe weiter auszubilden. Ich hatte nämlich bereits eine Stelle, die ich am 15. März 1925 bei Schreinermeister Wachter in Bernried bei Tettnang antrat. An einem mir nicht mehr genau erinnerlichen Tag im August 1925 trat ich als Schreiner in der Uhrenfabrik Konstanz ein. Diese Firma verkaufte fertige Uhren, stellte aber nur die Gehäuse selber her und baute die bezogenen Uhrwerke dann ein. In dieser Firma war ich mit einigen Unterbrechungen und einem halben Jahr Tätigkeit in der Schweiz bis zum Frühjahr 1930 tätig. Habe die Firma während dieser Zeit immer dann verlassen, wenn aus irgendeinem Grunde keine Arbeit mehr da war. Ende 1929 teilte mir eine Frau in Konstanz mit, dass ein früherer Teilhaber der Uhrenfabrik in Konstanz namens Rotmund in Meersburg Uhrengehäuse herstellte und dass diese Arbeiter suche. Nach einigen Tagen konnte ich dort die Arbeit aufnehmen. Elsa, Sie hatten doch sicher in Konstanz Beziehungen zu jungen Frauen. Wie war insbesondere Ihr Verhältnis zu Mathilde Niedermann? In Konstanz wohnte ich zunächst Inselgasse 15 und anschließend nacheinander an folgenden weiteren Wohnungen. Gebhardtstraße bei Frau Stadl oder Stadler, dann Fürstenbergstraße 1 bei Niedermann. Diese Niedermanns hatten aber nichts mit meiner späteren Bekanntschaft Mathilde Niedermann aus der Gebhardtstraße zu tun. Während meines Aufenthalts in Konstanz
pflegte ich den ersten Geschlechtsverkehr mit einer gewissen Brunhilde, von der mir aber nur noch der Vorname in Erinnerung ist. Auch meine weiteren Erlebnisse auf diesem Gebiet fallen in den Aufenthalt in Konstanz. Der Brunhilde folgte dann eine gewisse Anna, dann die Mathilde Niedermann, dann die Hilda Lang und dann später, während meines Aufenthalts in Königsbronn, meine dortige Hausfrau Herlen, die heute, wie schon gesagt, in Esslingen wohnt. Mit den übrigen Mädchen, mit denen ich gelegentlich ein Verhältnis unterhielt, hatte ich keinen Geschlechtsverkehr. Der Verkehr mit der Mathilde Niedermann hatte Folgen. Es wurde uns seinerzeit, als sie glaubte, dass sie im zweiten Schwangerschaftsmonat sei, eine Adresse in Genf genannt. Wir fuhren da gemeinsam, das heißt also die Mathilde und ich, hin nach Genf. Und die Mathilde wurde untersucht und es wurde festgestellt, dass sie bereits im vierten Monat war und ein Eingriff nicht mehr gemacht werden könnte. Das Kind wurde geboren. Es ist ein Knabe, Manfred. Mathilde Niedermann hat sich später dann wieder verheiratet. Für Alimentenzahlungen werden mir wöchentlich die Überschüsse meines Wochenlohnes, sobald sie 24 Mark überschreiten, abgezogen. Das Kind Manfred habe ich bis zum Alter von etwa einem halben Jahr öfter gesehen, seither aber nicht mehr. 19.11.1939, 21.30 Uhr, Vernehmung abgebrochen. Gezeichnet Kappler, Schmidt, Seibold, Kriminalkommissare. Eine interessante Begebenheit trug sich in dieser Zeit zu, die zeigte, dass sich Georg Elser von niemandem in seiner persönlichen Freiheit einengen ließ. Auf Ersuchen der deutschen Polizei wurde der Sohn des damaligen Arbeitgebers in Bodikofen von der Schweizer Polizei verhört. Er erzählte den Beamten, dass Elser sich an heißen Sommertagen das Recht herausnahm, die Arbeit zu unterbrechen. Er schwang sich auf sein Fahrrad, fuhr zum Bodensee zum Baden. Später kam er zurück und arbeitete weiter. Die vernehmenden Beamten staunten nicht schlecht. War solch eine Regelung zur damaligen Zeit undenkbar? Warum der Arbeitgeber dies zugelassen hat, wollten sie wissen. Dieser sagte, dass Elser die Zeit am Abend und am Wochenende reichlich hereinarbeitete und somit beide davon profitiert hätten. 20.11.1939, 10 Uhr, Fortsetzung der Vernehmung. Mitte August 1932 fuhr ich dann von Meersburg nach Hause. Ich hatte bereits im Mai 1932 den Entschluss gefasst, zu meinen Eltern zu fahren, nachdem mir meine Mutter damals schriftlich mitgeteilt hatte, dass mein Vater immer mehr und mehr saufe und dass er einen Acker um den anderen verkaufe, um seine Schulden zu bezahlen, die vom Holzhandel und von dieser ewigen Sauferei herrührten. Von meinem Kommen erwartete meine Mutter eine Besserung im Verhalten meines Vaters. Ende 1935 waren die Schulden dann so groß, dass mein Vater das Anwesen verkaufen musste. Meine Mutter musste sich dann nach Schneidheim zu meiner Schwester Friederike begeben. Mein Bruder ging damals zum Arbeitsdienst und ich habe mich bei Frau Elsa Herlin eingemietet. Nachdem ich das Anwesen verlassen musste und keine Gelegenheitsarbeiten mehr verrichten konnte, bin ich anschließend bei dem Schreinermeister Grupp in Königsbronn in Arbeit getreten. Meine Freizeit vertrieb ich mir seinerzeit in der Hauptsache mit Musizieren. Elser war musikalisch veranlagt. Er spielte nach Gehör Flöte, Ziehharmonika, Zither und Streichbass. Wie er sagte, suchte er dadurch Ablenkung von den häuslichen Verhältnissen. Er spielte in Königsbronn und in Konstanz zum Tanz auf. Überliefert ist ein Lieblingslied, das er selbst noch im Bunkerbau in Dachau intonierte. Ein Wiener Schrammelmusikstück. Thank you.
Straßen drin. Ein Stückerl altes Wien, ein Stückerl Seligkeit aus dieser Zeit. Ich trage im Herzen. Beliebter Luska, flotter Bursch, nah den Roten und immer voll Musik, Zither und Kontrabass. Nur ein kleiner Finger fehlt für den letzten Ton. Tanzen, Baden und Mathilde, sein Lieblingsliederklang. Da 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 da. Am 29. Dezember 1936 trat ich bei der Firma Waldenmeier Armaturenfabrik in Heidenheim als Hilfsarbeiter ein. Dann kam ich in die Versandabteilung, wo ich besonders mit Prüfen der Materialeingänge auf ihre Vollständigkeit und so fort beschäftigt war. Diese Tätigkeit übte ich bis März 1939 aus. In dem Armaturenwerk in Heidenheim bestand schon bei meinem Eintritt in dieses Werk eine sogenannte Sonderabteilung, in der Pulverkörner gepresst und Geschosszünder hergestellt wurden. Für diese Sonderabteilung gingen im Armaturenwerk oftmals Proben und Muster von Zündern und Zünderteilen ein, die von mir für die Firma in Empfang genommen und an die einzelnen Meister der Sonderabteilung nach Kontrolle der Sendung weitergegeben wurden. Obwohl ich nicht zusehen durfte, wie Zünder montiert worden sind, habe ich doch verschiedene Einzelteile, die durch meine Finger gegangen sind, also zum Beispiel die Nadeln für die Zündung, gesehen und außerdem auch öfters Zeichnungen in meinen Händen gehabt, auf denen die genauen Maße für die Kontrolllehren angegeben waren. Bis zum Entschluss zu meiner Tat habe ich in der Fabrik weder Teile noch Pulver entwendet. Den Entschluss zu meiner Tat fasste ich im Herbst 1938. Musik.
Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Als alle johlten, verhielt ich mich still. Als alle träumten, ahnte ich das Ziel. Als alle lobten, sah ich die Gefahr. Als sie marschierten, kam die Frage klar. Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Kraftlos mein Entschluss gefasst. Als die Tat greifbar kam Gewissenslast. Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Schorsch, was machst? Sie hatten also Gewissensbisse. Meine Mutter ist streng religiös, mein Vater viel weniger. Beide sind protestantisch. Meine Mutter hat mit mir als Kind gebetet. Als ich etwas größer wurde, habe ich das von mir aus dann fortgesetzt. Zwar habe ich nicht immer, aber oft vor dem Einschlafen das Vaterunser gebetet. Meine Tat bzw. den Wunsch eines Gelingens derselben habe ich nie in mein Gebet aufgenommen. Als Kind wurde ich von meinen Eltern gelegentlich sonntags mit in die Kirche genommen. Später bin ich dann alleine gegangen, aber schließlich dann immer seltener. Erst im Lauf dieses Jahres ging ich dann wieder öfter in die Kirche, nämlich bis heute vielleicht seit Jahresbeginn so ungefähr 30 Mal. Ich bin in letzter Zeit auch öfters werktags in eine katholische Kirche gegangen, wenn gerade keine evangelische da war, um dort mein Vaterunser zu beten. Ich gebe zu, dass diese häufigeren Kirchenbesuche und dieses häufige Beten insofern mit meiner Tat, die mich innerlich beschäftigte, in Zusammenhang stand, als ich bestimmt nicht so viel gebetet hätte, wenn ich die Tat nicht vorbereitet bzw. geplant hätte. Es ist schon so, dass ich nach einem Gebet immer wieder etwas beruhigter war. Wenn ich gefragt werde, ob die von mir begangene Tat als Sünde im Sinne der protestantischen Lehre betrachtet werden kann, dann möchte ich sagen, in einem tieferen Sinne nein. Ich glaube an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod und ich glaube auch, dass ich einmal in den Himmel kommen würde, wenn ich noch Gelegenheit gehabt hätte, durch mein ferneres Leben zu beweisen, dass ich Gutes tun will. Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Ich glaube, dass die ganze Welt und auch das menschliche Leben von Gott geschaffen wurde. Ich glaube auch, dass sich nichts in der Welt abspielt, von dem Gott nichts weiß. Die Menschen werden wohl einen freien Lauf haben, aber Gott kann sich einmischen, wenn er will. Er hat auch mir meinen freien Lauf gelassen. Ob er sich bei meiner Tat auch dreingemischt hat und den Führer früher weggehen ließ, das weiß ich nicht. Dagegen glaube ich, dass die deutsche Regierung, in Deutschland bestehenden Kirchen, das heißt die Religionen, abschaffen will. Soweit ich weiß oder gehört habe, sollen alle Deutschen nur noch einer Lehre glauben. Sie sollen alle deutsche Christen werden. Haben Sie sich politisch betätigt? Persönlich bin ich nie politisch hervorgetreten.
Nach Erreichung des wahlberechtigten Alters habe ich immer die Liste der KPD gewählt, weil ich dachte, es genügt, wenn ich meine Stimme abgebe. An irgendwelchen Aktionen wie Flugblattverteilung oder Zettelwerfen, Demonstrationszüge oder Schmierereien habe ich mich nie beteiligt. Ich war Mitglied der Gewerkschaft des Holzarbeiterverbandes. Im Jahre 1928 oder 29 bin ich in Konstanz dem Rotfrontkämpferbund beigetreten. Ich war aber nur zahlendes Mitglied, denn eine Uniform oder irgendeine Funktion habe ich nie inne gehabt. Insgesamt war ich auch nur dreimal während meiner ganzen RFB-Mitgliedschaft in einer politischen Versammlung, natürlich bei der KPD. Wenn ich gefragt werde, ob ich gewusst habe, dass die KPD die Absicht und das Ziel hatte, in Deutschland eine Rätediktatur oder eine Diktatur des Proletariats aufzustellen, dann muss ich sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass ich sowas vielleicht mal gehört habe. Aber irgendwas gedacht habe ich mir dabei bestimmt nicht. Von einem gewaltsamen Umsturz habe ich nie etwas gehört. Für das Programm der KPD habe ich mich nie interessiert. Elsa, weshalb planten Sie dann einen Anschlag auf unseren Führer Adolf Hitler? Nach meiner Ansicht haben sich die Verhältnisse in der Arbeiterschaft nach der nationalen Revolution in verschiedenerlei Hinsicht verschlechtert. So zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die Löhne niedriger und die Abzüge höher werden. Während ich im Jahre 1929 in der Uhrenfabrik in Konstanz durchschnittlich 50 Reichsmark wöchentlich verdient habe, haben die Abzüge zu dieser Zeit für Steuern und Krankenkasse, Arbeitslosenunterstützung und Invalidenmarken nur ungefähr 5 Reichsmark betragen. Heute sind die Abzüge bereits bei einem Wochenverdienst von 25 Reichsmark so hoch. Der Stundenlohn eines Schreiners hat im Jahre 1929 eine Reichsmark betragen. Heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68 Pfennig bezahlt. Aus Unterhaltungen mit verschiedenen Arbeitern ist bekannt, dass auch in anderen Berufsgruppen nach der nationalen Erhebung die Löhne gesenkt und die Abzüge größer wurden. Ferner steht die Arbeiterschaft nach meiner Ansicht seit der nationalen Revolution unter einem gewissen Zwang. Die Arbeiter können zum Beispiel nicht mehr ihren Arbeitsplatz wechseln, wie sie wollen. Es ist heute durch die HJ nicht mehr möglich, Herr seiner Kinder zu sein. Und auch in religiöser Hinsicht kann man sich nicht mehr so frei betätigen wie früher. Ich denke hier insbesondere an die Tätigkeit der deutschen Christen. Ich habe noch im Laufe dieser Zeit festgestellt, dass deswegen die Arbeiterschaft gegen die Regierung eine Wut hat. Im Herbst 1938 wurde nach meinen Feststellungen in der Arbeiterschaft allgemein mit einem Krieg gerechnet. In der Arbeiterschaft herrschte deswegen sehr große Unruhe. Auch ich vermutete, dass es wegen der Sudetenfrage schief geht. Das heißt also, dass es zu einem Krieg kommt. Nach der Münchner Besprechung kehrte in der Arbeiterschaft wieder Ruhe ein. Der Krieg war als erledigt betrachtet. Ich aber war trotzdem der Überzeugung, dass es bei dem Münchner Abkommen nicht bleibt, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und sich andere Länder einverleiben wird und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass Arbeitskameraden nach dem Abkommen von München 1938 noch von einer weiteren Kriegsgefahr sprachen. Ich gebe allerdings zu, dass ich in dieser Zeit ausländische Radiosendungen gehört habe. Die seit 1933 in der Arbeiterschaft von mir beobachtete Unzufriedenheit und der von mir seit Herbst 1938 vermutete unvermeidliche Krieg beschäftigten stets meine Gedankengänge. Ich stellte allein Betrachtungen an, wie man die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg verhindern könnte. Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch die Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnte. Unter der Führung verstand ich die Obersten. Ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels.
Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden. An bestimmte Personen, die die Regierung übernehmen sollten, habe ich weder damals noch später einmal gedacht. Den Nationalsozialismus wollte ich damals nicht beseitigen. Und wie kamen Sie dann auf den Bürgerbräukeller? Aus der Tagespresse entnahm ich damals, dass die nächste Zusammenkunft, bei der auch die Führung teilnimmt, sich am 8. und 9. November 1938 in München im Bürgerbräukeller abspielt. Am 8. November fuhr ich von Königsbronn aus mit der Bahn nach München, um mir den Verlauf der Kundgebung in München anzuschauen. Ich wollte mich damals vergewissern, ob und welche Möglichkeiten vorhanden sind, meinen Entschluss in die Tat umzusetzen. Als ich in die Rosenheimer Straße kam, war dort die Fahrbahn gesperrt und auf dem Gehsteig hatte Publikum Aufstellung genommen. Ich nahm ebenfalls Aufstellung und wartete. Da stand ich bis gegen 22.30 Uhr. Daraufhin begab ich mich weiterhin die Rosenheimer Straße stadtauswärts, um zum Bürgerbräukeller selbst zu gelangen. Ich begab mich vom Saaleingang aus bis ungefähr so in die Mitte des Saales, betrachtete diesen, stellte fest, wo das Rednerpult stand und welche Ausschmückungen vorhanden waren. Gerade fällt mir noch ein, dass ich nach der Besichtigung des Saales des Bürgerbräukellers noch feststellen konnte, dass der Saal in keinster Weise bewacht wurde, dass keine Kontrollen vorhanden waren und dass jedermann ohne weiteres zu diesem Saal Zutritt erlangen konnte. Georg Elser ging am nächsten Vormittag nochmals zum Bürgerbräukeller, sah sich die Aufstellung zum Erinnerungsmarsch an den Hitlerputsch 1923 und die Ankunft des Führers an. Danach fuhr er mit dem Zug nach Königsbronn zurück. An diesem Abend löste Josef Goebbels im Saal des alten Münchner Rathauses gegen 22 Uhr durch eine Hetzrede vor Gauleitern und SA-Führern die Reichspogromnacht aus. Diese gaben telefonisch entsprechende Befehle an ihre Stäbe und Mannschaften durch. Noch in der Nacht setzten SA und NSDAP-Mitglieder Synagogen in Brand. Sie zerstörten etwa 7000 Geschäfte jüdischer Einzelhändler und verwüsteten Wohnungen von Juden. Etwa 400 jüdische Bürger wurden ermordet oder in den Suizid getrieben. Circa 30.000 wurden in Konzentrationslagern verschleppt. An den Aktionen beteiligten sich auch Angehörige der Hitlerjugend und weiterer NS-Organisationen. Der Mob plünderte hemmungslos. Regina Steinitz erlebte als achtjähriges Kind das Pogrom vom 9. November 1938 in Berlin-Mitte. Am Abend klopfte eine Nachbarin an der Tür der Familienwohnung in der Auguststraße 52 und rief: Die stecken überall in Berlin die Synagogen an. Die Schaufenster der jüdischen Geschäfte werden eingeschlagen, es wird geplündert. Reginas Brüder liefen zur Synagoge in der kleinen Auguststraße, die kleine Schwester hinterher. Die Synagogen brannten lichterloh, erinnerte sich Regina Steinitz. Davor stand der Mob, der das getan hatte. Immerhin, die Tora-Rolle wurde gerettet und auch andere schon angesenkte heilige Bücher konnten Helfer in die Steinitzsche Wohnung in Sicherheit bringen. Wir rannten immer hin und her. Als wir fertig waren, packte mich die Neugier. Ich lief allein bis zur Rosenthaler Straße und zum Haggischen Markt. Dann war ich plötzlich wie eingequetscht. Es waren ja solche Massen, auch viele Neugierige. Plünderer stiegen durch die eingeworfenen Fenster in die jüdischen Geschäfte und schleuderten Diebesgut heraus. Andere fingen es auf. Auf der Straße lagen Schmuck, Kleider, zerschlagene Geschirr, Kartoffeln und Fleisch.
Die Leute waren vor Gier wie von Sinnen, erinnerte Regina Steinitz. Viele Menschen wirkten schockiert, aber ich kann mich aus der Nacht selbst an keine offene Empörung erinnern, sagt Regina Steinitz. Denn wenn man etwas gesagt hätte, hätte einen die Polizei oder die Gestapo wegsperren können. Es war ja eine Diktatur. So blieb dem 8-jährigen Mädchen, ihren Freunden und ihrer Familie nur stille Empörung und eine nochmals immens gesteigerte Angst. Es brennt, Brüder, es brennt. O unser Ohren steht der Nebel brennt. Beise Winden mit ihr Gossen reißen, brechen und zerblosen, storgen noch die wilden Flammen, äußerung schon brennt. Und ihr steht und guckt, da soll sich mit verleckte Hemd. Und ihr steht und guckt, da soll sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Ui, unser Ohren Städtel nämlich brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die Besenwinden huschen, das ganze Städtel brennt. Und ihr steht und guckt, da soll sich mit verleckte Hand. Und ihr steht und guckt, da soll sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Oh, es kann keine kommen, der Moment. Unser Staat mit uns zusammen soll auf Asche weg in Flammen bleiben, soll wie nach der Schlacht nur Puste, schwarze Wind. Und ihr steht und guckt, da soll sich mit verleckte Hand. Und ihr steht und guckt, da soll sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob das Städtel ist euch teuer, nehmt die Keil im Lesch das Feuer, lescht mit euer Eigenblut, beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, und da soll sich mit verleckte Hand. Steht nicht, Brüder, lösch das Feuer, unser Städtel brennt. Diese eben gehörte Schreckensvision schrieb Mordechai Gebirtig 1938 in Polen. Sie klagt die Zuschauer an, die mit verschränkten Armen dabeistehen und nicht mutig genug sind, einzugreifen. Zu diesen Ereignissen gehört zwingend ein von Freiwohl vertontes Gedicht von Ilse Weber, weil es die gnadenlose Fortsetzung dieser Politik aufzeigt. Sie schrieb es im Konzentrationslager Theresienstadt. Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Ich hab meinen Herrn begleitet, Jahr aus, Jahr ein, auch diesmal ging ich mit ihm, nun ist er allein. Er war alt und blind, wohin ist er gekommen und weshalb hat man mich ihm weggegeben?
Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein. Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Warum bin ich auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht auch auf meinem Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr. Man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein. Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei, seine kleine Blendentafel aus Blei. Alles ist fort, die Arzneien, das Brot. Er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein. Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Das muss schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Da, 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 da. Haben Sie dann Ihre schändliche Tat vorbereitet? Nach meiner Rückkehr aus München setzte ich meine Arbeit in der Armaturenfabrik in Heidenheim fort. Ehe ich mir aber durch die genaue Ausführung des Planes im Klaren war, habe ich mir bereits dadurch einen Vorrat an Sprengstoff zugelegt, dass ich meine Stelle in der Versandabteilung der genannten Firma dazu ausnutzte, nach und nach im Laufe mehrerer Monate insgesamt 250 Pressstückchen Pulver zu entwenden. Ein solches Blättchen des gepressten Pulvers war 9 mm stark und hatte einen Durchmesser von 19 mm. Der Diebstahl wurde im Betrieb nicht bemerkt. Als ich mir die ungefähre Konstruktion des Apparates im Kopf und vielleicht auch schon mal auf einer Handskizze zurechtgelegt hatte, stellte ich fest, dass es notwendig sei, die genauen Maße der Säule, in der ich den Apparat unterbringen wollte, zu haben. Ich fuhr deswegen noch einmal nach München und hielt mich dort vom 4. bis 12. April 1939 auf. Auf der Galerie habe ich dann die Maße der in Frage kommenden Säule mit einem mitgebrachten, zusammenklappbaren Meterstab abgemessen und die Umrissmaße in mein Notizbuch eingetragen. Einige Tage nach der Rückkehr aus München, also Mitte oder vielleicht auch gegen Ende April 1939, trat ich eine neue Arbeitsstelle an. Dies war im Steinbruch des Georg Vollmer in Königsbronn. Der Hauptgrund, warum ich mich dort um Arbeit bewarb, war, dass ich mir dort Pulver für den geplanten Anschlag beschaffen konnte. Ich habe damals bei dem dort beschäftigten Vorarbeiter Kolb um Arbeit vorgesprochen, der mich auch ohne weiteres als Hilfsarbeiter eingestellt hat.
In dem Steinbruch hatte ich in Rollwagen Steine zu verladen. Die Sprengarbeiten in diesem Steinbruch wurden, wie schon erwähnt, von dem Vorarbeiter Kolb geleitet. Das zu den Sprengungen benötigte Pulver war in einem Betonhäuschen, das sich in der Nähe des Steinbruchs befand, verwahrt. Durchschnittlich wurden am Tag 2 bis 3 Mal gesprengt. Bereits in der ersten Woche ging ich daran, mir Sprengstoff widerrechtlich anzueignen. Das erste Mal geschah dies, als in der Nähe meines Arbeitsplatzes Sprengungen vorgenommen wurden. Häufig war es so, dass Kolb mehr Sprengstoff aus dem Betonhäuschen geholt hatte, als zu den Sprengungen erforderlich war. Den zu viel geholten Sprengstoff hat er dann an Stellen, die etwas weiter entfernt von der zu sprengenden Strecke war, hinterlegt. Es handelte sich dabei oft um 5, 8 oder auch nur 2 Sprengpatronen, die unbeaufsichtigt dort gelegen sind. Wenn dies von mir beobachtet wurde, habe ich mir stets eine Patrone angeeignet. In den letzten Wochen meiner Beschäftigung im Steinbruch ging ich auch daran, zur Nachtzeit aus dem bereits erwähnten Betonhäuschen Sprengpatronen zu entwenden. Die Patronen in den Kisten hatten den Aufdruck Donarit. Ich habe 105 Sprengpatronen und 125 Sprengkapseln entwendet. Die Sprengpatronen und Sprengkapseln habe ich in dem stets von mir mitgeführten Rucksack nach Hause getragen und dort in einem Holzkoffer verwahrt, und zwar unter einem doppelten Boden. Vernehmung wird abgebrochen um 23.20 Uhr. Gezeichnet Kriminalkommissar Kappler, Kriminalkommissar Schmidt und Kriminalkommissar Seibold. 22.11.1939, 9.10 Uhr. Fortsetzung der Vernehmung des Elser. Am 16. oder 18. Mai 1939 verunglückte ich bei der Arbeit im Steinbruch dadurch, dass ein von einem anderen Arbeiter ohne Warnung losgelöster Stein mir auf den linken Fuß fiel. Ich trug einen Knochenbruch davon. Mein Gesamtplan für die Tat stand schon nach kurzer Zeit genau fest. Schon damals im Jahr 1938, als ich den ersten Entschluss zu meiner Tat fasste, war ich mir darüber im Klaren, dass ich nicht länger in Deutschland bleiben könnte. Ich wollte schon, ehe meine Uhren die Explosion auslösten, in der Schweiz sein. Für die Schweiz habe ich mich lediglich deswegen entschieden, weil es mir als das Nächstliegende erschien. Die Grenzübergangsstellen zur Schweiz in der Nähe von Konstanz kannte ich von meinem mehrjährigen Aufenthalt in Konstanz sehr gut. Nach meinem illegalen Grenzübertritt wollte ich in der Schweiz dann Arbeit als Schreiner suchen. Ich hatte mir auch überlegt, dass es unter Umständen möglich sein könnte, dass ich von der Schweiz an Deutschland ausgeliefert würde. Dem wollte ich dadurch vorbeugen, dass ich bestimmtes Material, von dem ich glaubte, dass es für die Schweizer militärischen Stellungen von Interesse sei, mitnahm. Ich hoffte bestimmt, dass mich die Schweiz nicht ausweisen würde. Hätte sie mich trotzdem aus der Schweiz abgeschoben, so hätte ich darum gebeten, nach Frankreich überstellt zu werden. 22.11.39 um 19.10 Uhr. Vernehmung unterbrochen. Die Frage nach Flucht und Zukunft stellten sich damals viele Menschen. Theodor Cramer schrieb vor 81 Jahren das Gedicht »Andere, die das Land so sehr nicht liebten«. Das Gedicht beschreibt emotional die Zerrissenheit in der Entscheidung, die Heimat zugunsten des Überlebens zu verlassen. Meine Wurzeln aus der Erde
Tränen. Keine Nacht habe ich seither geschlafen und es ist mir mehr als nie zumut. Viele Wochen sind seither verstrichen, alle Kraft ist längst aus mir gewichen und ich fühl, dass ich daran verblut. Müsste ich mich von hinnen heben, sei's auch nur zu bleiben, was ich war. Nimmer kann ich, wo ich bin, gedeihen. Draußen braucht ich wahrlich nicht zu schreien, denn mein leises Wort war immer wahr. Seiner wär ich wie in alten Tagen sicher, schluchzend, klagend wieder mich gewandt. Hätt ich Tag und Nacht mich nur zu heißen, mich samt meiner Wurzeln auszureißen und zu setzen in ein anderes Land. »23.11.1939, 9 Uhr, weiterverhandelt. Elsa, wie genau sind Sie dann im Bürgerbräukeller vorgegangen?« »Während meines Aufenthalts in München vom 5. August bis 6. November 1939 war ich ungefähr 30 bis 35 Mal nachts im Bürgerbräukellersaal. An den Tagen, an denen ich nachts im Bürgerbräukeller gearbeitet habe, begab ich mich jedes Mal so gegen 20 bis 22 Uhr in den Wirtschaftsraum des Bürgerbräukellers, um dort mein Abendbrot einzunehmen. Gegen 22 Uhr habe ich dann dort durchwegs bezahlt. Ich verließ anschließend den Wirtschaftsraum und begab mich von da aus durch den Garderobenraumgang auf die Galerie, ging diese bis zur rückwärtigen Front entlang und versteckte mich dort in einem Abstellraum. Im Saal brannte anfangs die Notbeleuchtung, später, also das heißt nach Kriegsbeginn, war dort keine Beleuchtung mehr eingeschaltet. In dem erwähnten Versteck hielt ich mich so lange auf, bis der Saal abgesperrt worden war. Das war stets in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr der Fall. Nach dem Abschließen des Saales begab ich mich von meinem Versteck aus unmittelbar an die Säule, wo ich den Einbau meines Apparates vornahm. Der Saal wurde in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr morgens wieder geöffnet. Meine Arbeiten hatte ich zwischen 2 und 3 Uhr stets beendet. Im August 1939 habe ich nach Öffnung des Saals diesen teils durch den Notausgang zum Garten verlassen. Mit Kriegsbeginn war in den Bürgerbräukeller eine Luftschutzwache gelegt worden.
Mit dem Einzug der Luftschutzwache wurde der erwähnte Notausgang bereits um 6 Uhr früh von einer mir nicht bekannten Person geöffnet. Von dieser Zeit ab verließ ich den Bürgerbräukeller bereits gegen 6.30 Uhr. Hatten Sie denn keine Angst, entdeckt zu werden? Wenn ich zum Beispiel einen Stein auszubrechen hatte, was immer das größte Geräusch verursachte, habe ich immer gewartet, bis die absolute Ruhe von irgendeinem äußeren Geräusch unterbrochen wurde. Dabei kam mir sehr zustatten, dass ungefähr alle 10 Minuten in den Abortanlagen des Bürgerbräukellers die automatische Spülung einsetzte. Dieses wenige Sekunden anhaltende Geräusch musste ich dann abwarten, um meine Arbeiten auszuführen. Gleichzeitig habe ich auch an meinem Apparat gebaut. Während ich nachts im Saal des Bürgerbräukellers arbeitete, habe ich tagsüber mich mit der endgültigen und genauen Konstruktion meiner Maschine und mit dem Bau derselben beschäftigt. Da ich es der Zuverlässigkeit einer einzigen Uhr nicht überlassen wollte, ob mein Plan gelingt oder nicht, habe ich dieselben Vorkehrungen, die bereits an der ersten Uhr beschrieben wurden, auch an einer zweiten Uhr angebracht. Als ich dann alles zusammengebaut und die Einzelteile einschließlich der Uhren auf ihre Wirksamkeit und Funktion mehrmals ausprobiert hatte, ohne natürlich Zündhütchen und Sprengkapseln einzusetzen, habe ich am Abend des 1. oder 2. November Sprengstoffbehälter sowie den Zündapparat in einem Gehäuse in meinem Handkoffer gepackt und so in den Bürgerbräusaal verbracht. Am Sonntagabend, den 5. November, ging ich zwischen 21 und 22 Uhr mit dem verpackten Uhrengehäuse wiederum zum Bürgerbräu. Zum Schluss musste ich noch die beiden Uhren, die auf dem Transport natürlich stehen geblieben waren, wieder in Gang setzen und die Uhrzeit auf diesen Uhren durch Vergleichen mit meiner Taschenuhr wieder richtig einstellen. Mit diesen Arbeiten war ich am 6. November früh morgens um 6 Uhr zu Ende. Georg Elser besuchte dann vom 6. auf 7. November seine Schwester Maria in Stuttgart. Um die eingestellten Uhrwerke nochmals zu überprüfen, fuhr er am 7. November erneut nach München. Vom Hauptbahnhof München aus begab ich mich direkt zum Bürgerbräukeller. Im Saal begab ich mich auch gleich auf die Galerie und horchte an der Tür der Säule, ob die Uhrwerke noch in Gang sind. Das Ticken der Uhren konnte ich dadurch, dass ich mein Ohr an die Tür gepresst hatte, noch ganz leise hören. Daraufhin öffnete ich mit dem Kippmesser die Türen, öffnete die Tür zum Uhrengehäuse und vergewisserte mich mit meiner Taschenuhr, ob die Uhrwerke vielleicht nicht vor- oder nachgehen. Die Uhren gingen aber richtig. Vormittags am 8. November begann er seine Flucht in die Schweiz. Er fuhr mit dem Zug von München nach Friedrichshafen und dann per Schiff nach Konstanz. Ich wollte, ohne irgendeinen Aufenthalt zu nehmen, auf dem möglichst direkten Wege die Grenze nach der Schweiz überschreiten. Beim Eingang von der Schwedenschanze aus in den Wessenberggarten habe ich ein kleines Gartentor, das aber nicht versperrt war, durchschritten. Als ich in diesem Garten auf Höhe des Wessenberghauses war, wurde ich angerufen, habe daraufhin auch gleich angehalten und wurde von einem Beamten, der mir zuerst alles abnahm, was ich bei mir hatte, in ein Dienstzimmer verbracht, wo ich später festgenommen wurde. Wenn ich gefragt werde, was mein erster Gedanke in diesem Augenblick war, dann muss ich zugeben, dass ich mich im ersten Augenblick über mich selbst und meinen Leichtsinn geärgert habe. Ich dachte, wäre ich doch nicht einfach nur so drauf losgelaufen, sondern hätte ich doch wenigstens zuerst genau Umschau gehalten, ehe ich auf die Grenze zuging. Die Beißzange, die bei mir gefunden wurde, hatte ich mit voller Absicht zu mir gesteckt, um etwaige Stacheldrahthindernisse an der Grenze durchschneiden zu können. Das RFB-Abzeichen, das ich bei meiner Festnahme unter dem Rockaufschlag angesteckt trug, stammt aus der Zeit meiner Zugehörigkeit zum RFB während meiner Konstanzer Zeit.
irgendwelchen bestimmten Zweck, etwa der besseren Aufnahme in der Schweiz, verfolgte ich mit dem Anstecken der Nadel nicht. Seit meiner Festnahme bis heute habe ich an Flucht nicht gedacht. Ich hielt dies für aussichtslos. Auch Selbstmordgedanken hatte ich bis heute keine und habe auch im Augenblick keine. Was machst du, Schorsch, was machst du? Als alle gingen, blieb ich im Versteck. Als alle ruhten, schlug ich Steine weg. Als alle arglos, begriff es keiner. Als alle mutlos, fragte nicht einer. Schorsch, was machst du? Schorsch, was machst du? Schorsch, was machst du? Als alle planlos, war mein Plan exakt. Als alle zeitlos, lief die Uhr im Takt. Als München neblig, sah ich schon die Schweiz. Als sie mich filzten, ein Zufallsindiz. Schorsch, was machst du? Schorsch, was machst du? Was machst? Hitler hatte 13 Minuten vor der Explosion den Bürgerbräukeller verlassen. Er musste dringend nach Berlin zurück. Er hatte nämlich am 27. September seinen Entschluss bekannt gegeben, unmittelbar nach dem Polenfeldzug Frankreich anzugreifen. Zunächst war der Angriffstermin auf den 12. November festgelegt. Trotz Zeitnot fuhr er in der Nacht zum 8. November mit einem Sonderzug nach München, um an der Gedenkfeier teilzunehmen. Weil er wegen Nebels nicht mit dem Flugzeug zurück nach Berlin konnte, begann er seine Rede bereits um 20.10 Uhr, beendete sie viel früher als sonst. Er verließ den Saal um 21.07 Uhr, denn sein Zug fuhr planmäßig um 21.31 Uhr ab. Das Protokoll endet folgendermaßen. Was haben Sie gedacht, als in der Nacht vom 7. auf 8. November Ihr Werk zum letzten Mal in Augenschein genommen und die Türen verschlossen haben? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie haben Sie sich die Auswirkungen des Anschlags vorgestellt? Das hatte ich mir vorher schon einige Male überlegt. Dachten Sie daran, dass eine Reihe von Personen getötet werden könnte? Ja. Wollten Sie das und wen wollten Sie treffen? Ja, ich wollte die Führung treffen. Blieb in Ihnen dieser Wille während der ganzen Ausführung bzw. Vorbereitung der Tat bestehen? Oder hatten Sie zwischendurch auch Zweifel über Ihre Handlungsweise?
Das weiß ich nicht mehr, ob mir Zweifel kamen oder nicht. Ich glaube aber, es kamen mir keine. Wie stehen Sie zu dem, was Sie getan haben, nachdem Sie, obwohl Ihr Plan fehlschlug, 8 Menschen getötet haben? Ich würde das nicht mehr tun. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Der Zweck ist nicht erreicht. Ist es Ihnen denn gleichgültig, dass Sie 8 Menschen vom Leben zum Tode gebracht haben? Nein, das ist mir nicht gleichgültig. Was würden Sie tun, wenn Sie heute aus irgendeinem Grunde freigelassen würden? Ich würde versuchen, wieder gut zu machen, was ich Schlechtes getan habe. Wie und wodurch? Ja, indem ich mich bemühen würde, mich in die Volksgemeinschaft hineinzufinden und mitzuarbeiten. Könnten Sie das? Ja. Ich habe meine Ansicht geändert. Dadurch, dass Sie festgenommen worden sind? Nein. Ich glaube bestimmt, dass mein Plan gelungen wäre, wenn meine Auffassung richtig gewesen wäre. Nachdem er aber nicht gelungen ist, bin ich überzeugt, dass er nicht gelingen sollte und dass meine Ansicht falsch war. Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben. Gezeichnet Georg Elser. Geschlossen, gezeichnet Kappler, gezeichnet Seibold, gezeichnet Schmid, Kriminalkommissare. Georg Elser gibt am Schluss eine zwiespältige Antwort, die mehrere Deutungen zulässt. Sie ändert aber nichts an seiner Entschlossenheit zur Tat. Elser wurde nach den Gestapo-Verhören nicht sofort hingerichtet. Ihm sollte nach dem Endsieg gemeinsam mit dem britischen Geheimdienst und Otto Strasser ein Schauprozess gemacht werden. Daher kam er als Sonderhäftling unter besonderer Isolation in die Zellenbauten der Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau. Formal war er zwar ein Schutzhäftling, aber er unterstand den Anordnungen des Reichssicherheitshauptamtes. Die Justiz hatte auf ihn keinen Zugriff. Als die Führung des NS-Staates erkannte, dass der Krieg endgültig verloren war, ergingen von höchster Stelle Mordbefehle an mehrere Konzentrationslager. Georg Elser wurde darauf am 9. April 1945 im KZ Dachau bei den Krematorien durch Genickschuss ermordet, sein Körper verbrannt, die Asche zerstreut. Am gleichen Tag wurden im Konzentrationslager Flossenbürg Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans Oster und weitere Widerstandskämpfer sowie im KZ Sachsenhausen Hans von Donani ermordet. So machten die Nationalsozialisten durch die gleichzeitige Ermordung vieler Regimegegner und des Schreiners Elser deutlich, dass dieser aus dem Schwäbischen stammenden Gegner der Nationalsozialisten zu den bedeutendsten Widerstandskämpfern gehörte. Schorsch in KZ-Haft, streng
isoliert gebrochener Mann, ahnt die Toten und trotzdem voll Musik, Zitter, Handwerkskunst. Nur ein kleiner Finger fehlt für den letzten Ton. Rauchen, bangen in SS-Haft, aus der Einzelzelle drang. Im Gegensatz zu den Personen und dem Widerstandskreis des 20. Juli 1944 wurde Elser nie ein Prozess gemacht. Man hatte also nach 1945 keine Möglichkeit, gegen ein Gerichtsurteil anzukämpfen, um ihn und seine Tat zu rehabilitieren. Nach dem Attentatsversuch, der Festnahme und dem Geständnis Elsers wurde Königsbronn von den Gestapo-Beamten heimgesucht. Wer irgendeine Verbindung mit Georg Elser hatte, wurde brutal verhört. So fuhr am Martinstag 1939 in einem Teilort von Königsbronn ein schwarzer Mercedes vor. Zwei Männer mit langen Mänteln stiegen aus. Sie fragten, wo der Lehrer Holl wohne. Ein Junge erklärte es ihnen, ohne zu sagen, dass er dessen Sohn sei. Als er dann heimkam, sagte ihm die Mutter, dass die Gestapo den Vater abgeholt hätte. Mein Vater wird gesucht. Er kommt nicht mehr nach Hause. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Oft kam zu uns er sah und fragte, wo er sei. Wir konnten es nicht sagen, sie haben uns geschlagen. Wir schrien nicht dabei. Gesagt,
So etwas tät er nicht. Es sagten die Genossen, es hätt ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heut weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was nicht konnte beenden. Und Vater geht voran. Wir werden noch vollenden, was nicht konnte beenden. Und Vater geht voran. Georg Elser hatte sich nicht von der alltäglichen, allgegenwärtigen, menschliche Vorurteile bedienenden NS-Propaganda blenden lassen, sondern er erkannte, Hitler heißt Krieg mit millionenfachem Elend, Not und Tod. Georg Elser durchschaute trotz der von Joseph Goebbels gelenkten Propaganda die infame, in den Krieg führende Politik Hitlers. Er widerstand dem allgemeinen Ja-Sagertum des Dritten Reiches. Die wichtigste Lehre aus dem Leben und der Tat Georg Elser ist daher nicht gewalttätiger Widerstand, sondern ist die Verpflichtung zum eigenständigen Denken, zur Bewahrung der Grundrechte und zum Mut, sich nicht von den verführerischen Parolen machtbesessener Menschen zu beugen. Was machst, George, was machst? Gefoltert, verhört, im Bunker verbannt, verleugnet zu Haus, im KZ verkannt. Ein Mann, ganz allein, fragend ihr Gesicht. Warum nur warum, fragten sie sich nicht. Was machst? Was machst? Was machst? Was machst? Was machst du?